Ich bin gebeten worden, dieses erste und zweite Panel zu moderieren. Mein Name ist Andreas Botsch. Ich bin derzeit Sonderberater beim Europäischen Gewerkschaftsbund für europäische Wirtschaftspolitik. Das heißt, die Eurokrise gehört damit dazu. Und die europäische Agenda der Finanzmarktregulierung. Und bin Mitgründer und Vorstandsmitglied von Finance Watch in Brüssel und auch deren Schatzmeister. Ich möchte kurz anfangen, die Podiumsteilnehmer vorzustellen. Zu meiner Linken sitzt Dominique Plion. Er ist ein ehemaliger Berater von François Mitterrand. Er hat Christine Lagarde, als sie Finanzministerin war, in Sachen Bankenreform beraten. Und er ist im Nebenberuf Mitglied des wissenschaftlichen Beirates von ATTAC Frankreich und einer der, wie wir das nennen, Qualified Members von Finance Watch. Zu meiner Rechten Lukas Zeise, Finanzmarktkorrespondent, lange Jahre der Financial Times Deutschland, die es leider nicht mehr gibt, Buchautor und ein kritischer Beobachter der Finanzmärkte seit vielen, vielen Jahren. In diesem ersten Panel wird es, wie Dirk Hirschel eingangs erwähnt hat, darum gehen, ein bisschen die allgemeine Zielsetzung dieser Bankenunion im Rahmen der Eurokrise, aber natürlich auch im Rahmen einer zunehmenden Integration, wirtschaftspolitischen Integration, politischen Integration Europas zu beleuchten, die strategischen Interessen ein bisschen genauer zu identifizieren und das in den Kontext des Modeling Through, dieses Durchwurstelns, das wir jetzt seit mehr als 3 Jahren im Rahmen der Eurokrise erleben, entsprechend einzuordnen. Ich hoffe, dass wir nach 2 kürzeren einleitenden Inputs von den beiden Podiumsteilnehmern dann Raum für eine sehr lebhafte Diskussion haben werden. Und mit diesen Worten, I'd like to invite Dominique to, I think he's prepared a presentation, a PowerPoint presentation. I'd like to give the floor to Dominique Plion. Okay. So I want to thank very much the organizers to invite me. So I will speak in English. I am French, and we have many German friends in this room. This is Europe. So I was asked to make a kind of introductory speech to for the debate of today. So I will make 4 points. I will present briefly what are the main components, the main pillars of the banking union. Then I will expose what are the purposes of this banking union, and then I will stress the what I may call the unresolved issues of the banking union and what are the perspectives. As you know, I think most of the person in this room know very well what are the major pillars of the banking union, so I won't stay very long on that, but I just recall you that the first pillar is to have the ECB, European Central Bank, play a major role in common supervision in the euro area. And the idea, more specifically, is that the ECB should have the responsibility, direct responsibility of the largest bank, and an indirect responsibility of the smallest bank, but it can act directly if necessary. The second pillar, as you know, is the idea of having now a common resolution funds and mechanisms in case of banks are failing, in case of failing banks. And third, this idea also very important to restore confidence in banks, which is not the case today, by the way, with the Cyprus crisis, which we are, the European authorities are doing exactly the
reverse of this idea of having a common deposit insurance scheme. So what are the strategic purposes of this banking union? In fact, we can say that the first thing is to cope with the deficit of bank regulation in the euro area and more broadly in the EU, which can be seen as one of the major causes of the financial crisis. And here you can read, for instance, the Larosière report of 2009, which presents very well with many details why the deficit of regulation was a big problem in the euro area. The second purpose of this banking union is to bring new mechanisms for financial stability. During this crisis, the ECB implemented new instruments, we call them sometimes that non-conventional instruments, like long-term loan to banks or intervention on the treasury market, and it acted very efficiently, we may say. And also we have the creation within the new treaties of the European Stability Mechanism. So the idea is that the banking union is a new block, a new building block, which is added to these existing mechanisms. The idea is that also that we need to have common instruments for crisis management. So far, the emphasis was put on macroprudential regulation, and now we understood, very lately, but we understood that macroprudential supervision is extremely important, and I think this banking union deals clearly with this dimension of supervision. And fourth, the idea also of creating more homogeneity within the European Union with respect to all mechanisms of supervision is very important. As you know, in the theory of optimal monetary optimal currency area, the homogeneity of the different areas, different countries, members of this currency area is very important. This is one of the three conditions put forward by Mundell, one of the theoreticians of this idea of optimal currency area. So far, European procedures failed to accomplish this homogeneity. And we can quote, for instance, the Lamfalussy process for convergence with respect to supervisory practices, which did not succeed in creating this homogeneity. So the purpose of the banking union is to go further in this homogeneity. Now I want to talk about this problem of unresolved issues and problems raised by the banking union. One of the questions we can ask is first, will the ECB, which would be in charge of the global supervision of the banking system in the Eurozone, be able to override national supervision of smaller banks? There may be potential conflicts between the national and European supervisors. You have to look, for instance, at the debate between France and Germany last year, when this banking union was built. The French approach was to say the ECB should have a supervisory power to all banks, needless, independently of their size, and the German authorities say no, only big banks, for a lot of political reasons. The second point is we have potential conflicting targets for the ECB. In other words, the ECB is going to be in charge of monetary stability, which is its first responsibility, first function, but also now it will be in charge in bank stability. And we may imagine very well some circumstances where there may be a conflict. For instance, let's say that we are a few years from now and there are some inflationary pressures in the euro area. The central bank may decide to raise interest rates, but this may go in conflict with this question of bank stability, because some banks may get into trouble due to the increased interest rates, for instance. So there are problems of inventing a new operational framework of the ECB to deal with this question of potential conflicting targets. Is monetary stability going to be the priority? Is bank stability to be the priority? Will it depend on the different periods? This is a question which is very interesting. And I'm sure a lot of work has been done already and will be done, at least in the academic field, to deal with this question. The third question, which is not resolved, is who is going to pay when things go wrong for banks in individual member states? But here we have two conflicting principles.
One, which is the dominant principle today, is the principle of fiscal responsibility of each member state. Each member state should pay for its own banks. But we have another principle, which should be the principle in the future, the principle of mutualization of losses and, let's say, of solidarity between member states. I'm not sure now among the member states that we all agree about which principle should prevail. The fourth big problem I'd like to mention is the question of the geographical scope of the banking union. There is a problem here with respect to the relationships between the ECB, which deal in principle only with the Eurozone, and the European Banking Authority, which deal with the whole European Union, the 27 members of the European Union. Would there be competition between the two authorities? Would there be cooperation? Who is going to prevail? We don't know yet. We may say that the ECB does not control, and maybe it's a good thing, the decision-making of the EBA, but at the same time, the EBA seems to be weakened by the new role of the ECB as a supervisor. So here there is a problem with respect to the institutional framework of the of this banking union. What about non-euro members? The question is the following: remaining outside the Eurozone, but inside the EU, is it going to be sustainable in the future? This is not evident, and this may create problems. I will come back in a moment. Now let's deal with the last part of my presentation. What are the perspectives now, since we're going to have this banking union put into action in the coming years? What can we say? Well, we can say for sure that the banking union improves certainly the regulation and the supervision of banks in many respects, as I mentioned before. But we should be very careful. The banking union certainly will not end the Europe crisis. Why? First, because banks are currently under big stress in many countries, as we know very well. And the making of the banking union will take time. Some of the decisions will be implemented only in 5 years from now, in 2018. We may be sure that we'll have crisis, banking crisis, between now and 2018, maybe starting with the banking system of Cyprus. So this is a big problem here, the problem of timing of the reform. The second idea is that one of the major mechanisms of the crisis is a poisonous link between weak sovereigns on one side and weak banks. It seems that the different mechanisms which are going to be implemented within the banking union do not deal really directly with this problem. And this raises, among other questions, this raises the role of the lender of last resort, that is the ECB, with respect to government bonds, government debt. Should the ECB be in charge of the stability of the treasury bond market? My answer is, of course, yes. I'm not sure all countries agree with this opinion. And maybe more importantly, the banking union does not imply, does not lead to the change of the existing business model of banks. Hence, this may be seen as a major problem, and the banking union does not deal with that. For instance, we have this Liikanen report, which is very interesting, but which is very insufficient with respect to the reform of banks. For instance, this question of separation. So here, we can see that we have some disagreements among ourselves, because the unions, for instance, are very much, most of them are against the separation of banks, investment bank, commercial bank. Why? Because they fear that this is going to destroy employment. I think this is one of the main causes. According to me and to other friends, to other colleagues, we think the contrary. We think that the separation, first, will improve stability, bank stability, and second, may create and will create in the medium run employment. And here, this is a big problem and a big question. What about alternative form of banking within the banking union? What about having public banks? Is this consistent with the banking union as it is created today? Will the ECB tolerate public banks? I'm not sure. What about cooperative banks in the future? So,
to end up my presentation, I would say that the banking union is creating political problems. There is a risk of splitting the European Union. What about the banking union being one of the causes pushing Great Britain outside the EU in the future? What about, and this was mentioned by the previous speaker, and I think it's extremely important, the risk for democracy? Increased power given to the ECB without increase in accountability of the central bank is a real problem for democracy in Europe. So there is a need for a renewed definition of ECB independence, greater accountability, but also greater cooperation with other entities responsible for economic policy. And this leads to the last point, which was mentioned also previously, which is extremely important. The banking union cannot be considered separately, which is the case today, it seems to me, separately from financial reforms, the disarmament of financial markets, not only banks, but also all the instruments which are used for speculation in the financial markets, without taking into consideration the fiscal union. We need a fiscal budget and taxation to have a complete European Union and political union, as was mentioned. No democracy in the European Union and in the Eurozone without democratic control on banking authorities. I thank you. Thanks very much, Dominic. You even kept your time frame. Thank you for that. Ich leite damit übergangslos zu Lukas Zeise über, der keine Präsentation hat, aber das ist ja vielleicht auch mal ganz gut. Schönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Der Peter Wahl, der hatte mir gesagt, ich soll 10 Minuten sprechen. Ein bisschen länger wird es vielleicht doch werden, fürchte ich. Ist schlimm, aber deswegen habe ich mir auch vorgenommen, das richtig zunächst mal wirklich knapp zu machen. 10 Minuten ist also ohne Begründung, aber wenigstens um klar zu machen, welchen Standpunkt ich zu diesem Projekt Bankenunion habe. Und das kann man schon in einigen, ganz wenigen Sätzen zusammenfassen, um das mal zu machen und die Übersicht zu geben. Das will ich jetzt also als erstes mal probieren. Erster Satz. Der Finanzsektor ist überdimensioniert. Das ist, glaube ich, das A und O meiner ganzen Überlegung, die hinterherkommen. Zweiter Satz. Die Europäische Währungsunion ist eigentlich ja ein Vorteilstausch gewesen, ein Deal sozusagen zwischen den Nordländern, die sich den offenen Markt im Süden erkauft haben, und den Südländern, die günstige Finanzierungsbedingungen, wie sie nur in einer Weltwährung sozusagen möglich sind, sich da erkauft haben. Dieser Deal ist geplatzt, als die Finanzkrise 2007, 2008 zugeschlagen hat. Drittens, die Bankenunion, wie sie jetzt so überlegt wird und an der gebastelt wird, dient der Rettung des immer noch zu großen Finanzsektors. Vierter Punkt. Die Finanz- oder die Bankenunion ist sozusagen Solidarität an der falschen Stelle. Es ist sozusagen eine Heilung des Kernfehlers der EU an der falschen Stelle. Es ist sozusagen eine perverse Solidarität, die da eingebaut werden soll in das europäische Projekt. Fünfter Punkt, hoffnungsvoller Punkt, sie wird nicht klappen. Das ist sozusagen ein Vorteil, auf den man immer noch hoffen kann. Sie kann aus verschiedenen Gründen nicht klappen. Ich will versuchen, das dann ein wenig, das war knallig, glaube ich, genug. Will versuchen, das ein bisschen so zu begründen, ein bisschen einzuordnen, was ich damit meine. Zunächst mal, was meine ich, worüber eigentlich immer so gern hinweggegangen wird, ist die Tatsache, die
kaum zu leugnen ist, dass der Finanzsektor nicht nur in einigen Staaten, nicht nur in einigen Ländern, nicht nur in einigen Regionen, sondern in der globalen Ökonomie zu groß geworden ist. Und dieses zu groß ist natürlich relativ zur Realwirtschaft. Das ist eine Entwicklung, die in, sagen wir mal, 30 Jahren von 1980 bis 2007 halt so gelaufen ist. Und natürlich eine überdimensionierte Verschuldung des Privatsektors oder des Kapitals bedeutet hat und gleichzeitig natürlich auch überdimensionierte entsprechende Finanzvermögen, die da sind. Und die Krise von 2007, da ist das ja offensichtlich geworden, wie zu groß dieser Finanzsektor ist. Und da ist diese Finanzblase sozusagen geplatzt. Aber sie ist 2008 im Oktober, wie wir ja wissen, sozusagen von den Staaten separat, aber bei allen, aber dennoch zur gleichen Zeit ist der Finanzsektor gestützt worden. Er ist damit auch daran gehindert worden, sozusagen richtig auf zurückzuschrumpfen auf eine Größenordnung, die vielleicht angemessen wäre. Wie genau diese Größenordnung ist, ist ja dann eine andere Frage. Aber an der Tatsache, dass der Finanzsektor immer noch zu groß wird und durch die Stützung der Staaten so fürchterlich groß ist, ist, glaube ich, nicht zu zweifeln. Ein großer Finanzsektor ist keine nebensächliche Sache. Da kann man nicht einfach sagen, naja, das ist ein, kann ja auch so sein, ist ein bisschen so groß und so, na, ist nicht so schlimm. Hat natürlich enorme Folgen, auch auf die wird ja immer wieder hingewiesen. Erste Folge ist, dass, also ganz global gesprochen, zu viel Geld aus der Wertschöpfung der Realwirtschaft sozusagen dauernd in Richtung Bank, sprich Finanzsektor fließt. Das ist sozusagen die dauernde Tributzahlung an den Finanzsektor, die einfordert. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, dass natürlich der Finanzsektor gerade wegen seiner Größe und weil er so sozusagen immer sozusagen Nachschub an Ansprüchen hat, natürlich enorm fragil ist. Er äußert sich dann vor allem in der Fragilität der Banken, deren Eigenkapital ja so gering ist, dass da natürlich sozusagen die ganze Sache am stärksten wackelt. Das muss man konstatieren, das ist die Ausgangslage und die Fragilität der Banken bessert sich insofern auch nicht, weil natürlich die Realökonomie weltweit, besonders aber in Europa, wo die Banken besonders groß sind und besonders fragil sind, sozusagen aus diesem Weg keinen Ausweg oder schwer einen Ausweg lässt. Die Bankenunion, der Plan zur Bankenunion ist ja entstanden, als man gesehen hat, naja, die spanischen Banken, speziell die spanischen, sind die müssten gerettet werden, aber also die Fragilität des Bankensektors ist sozusagen die Begründung dafür, dass man auf die Bankenunion gekommen ist. Sie wurde geschaffen, um die wackelnden Banken im Euroland zu stützen. Der Kirchel hat ja darauf hingewiesen, dass die erste Bankenstützung im Oktober zwar eine gemeinsame, eine Aktion, die gleichzeitig stattgefunden hat in den verschiedenen Ländern, aber sie hat nicht als solidarischer Effekt stattgefunden. Es war 2008 im Oktober, da wurde in Deutschland 480 Milliarden sozusagen als Sovereign zur Verfügung gestellt, die Commerzbank wurde gestützt und also in anderen Ländern wurde Ähnliches gehandelt, aber es war ganz explizit keine gemeinsame Aktion und Frau Merkel hat damals, war ja auch damals schon Kanzlerin, gesagt, wir machen das auch und wir geben auch besonders viel Geld, um die deutschen Banken zu stützen, um zu zeigen, wie stark diese deutschen Banken sind und sie auch relativ zu ihrer Konkurrenz zu stärken. Das Ergebnis ist dann natürlich gewesen, dass tatsächlich die Banken ganz unterschiedliche Bonität hatten, weil sie von unterschiedlichen Staaten oder unterschiedlich starken Staaten unterstützt werden konnten. Banken, die in Irland, Spanien oder Zypern angesiedelt waren, hatten natürlich sozusagen weniger Bonität im Hintergrund, als das andere hatten. Das heißt,
in diesem Moment durch die Bankenstützung, die war notwendig geworden im Rahmen der Finanzkrise, aber das unterschiedliche Ausmaß und die unterschiedliche Stärke der Staaten, die diese Banken stützten, hat natürlich dann dieses ganze System eines relativ gleichen Zinssätze für die verschiedenen Länder und für die verschiedenen Banken richtig zum Ausdruck gebracht. Seitdem ist die Vereinbarung, die durch die gemeinsame Währungsunion da war, einen gemeinsamen Kapitalmarkt auch zu haben und ähnliche Finanzierungsbedingungen überall in Europa zu setzen, sie ist dann geplatzt und wurde durch die unterschiedlichen Bankenstützungsmaßnahmen eben noch stärker ausgeprägt. Der Grundfehler der Eurozone oder der Schaffung des Euro, darauf ist ja auch ganz oft schon hingewiesen worden. Wenn man sagt, es ist ein Deal sozusagen zwischen den einen, die sich günstige Finanzierungsbedingungen erhoffen und den anderen, die sich den offenen Markt erhoffen, um damit sozusagen gegenseitige Vorteile zu haben, dann ist das eigentlich schon im Vertrag von Maastricht angelegt gewesen, dass das mit den günstigen Finanzierungsbedingungen nicht wirklich klappen konnte. Das war Tietmeyers Werk sozusagen, zu sagen, hier auch in den Finanzierungsbedingungen der Staaten ging, sondern in jeder Beziehung, also auch in den Finanzierungsbedingungen, sollten die Staaten in Konkurrenz zueinander treten. Sie sollten um die Gunst nicht nur des Realkapitals buhlen, um die Ansiedlung dort buhlen, sondern sie sollten auch um die Gunst des Finanzkapitals buhlen. Das ist sozusagen der Kernsatz der Tietmeyerschen Regel, die Bonität. Das schafft sozusagen hier den nötigen Druck der Finanzmärkte auf die Politiker, richtig einen sozusagen guten, einen sparsamen Staat zu haben, der also nicht so viel Geld ausgibt und dergleichen mehr. Damit ist sozusagen eigentlich vorgezeichnet gewesen, dass natürlich die Bonität sollte von der Politik erwirtschaftet werden, und es war eigentlich auch geplant, natürlich, dass die Staaten, die das eben nicht schaffen, die also schwach sind, die keine gute Bonität haben, natürlich deswegen auch mit hohen Zinssätzen bestraft werden sollten, wie das am freien Markt eben üblich ist. Der Pleitier muss halt richtig hohe Zinsen bezahlen. Das ist das Risiko, das er tragen muss. Das war so geplant. Und das ist in der schönen Wetterperiode bis 2007 vergessen worden, beziehungsweise, und auch der gute Kollege Tietmeyer, der hat sich damals gegrämt, wie kann man das sein? Und der Issing auch, die waren ja sozusagen, haben gesagt, das ist ein Irrtum des freien Marktes. Und tatsächlich, es war sozusagen ein Irrtum des freien Marktes, der dann 2007 sozusagen korrigiert worden ist. Plötzlich trat Knappheit von Kapital ein und die Länder schwacher Bonität, relativ schwacher Bonität, konnten sich nicht mehr refinanzieren. Die Südländer haben keine guten Finanzbedingungen mehr. Es ist ja keine Frage nur der Staaten allein, sondern das gesamte Kapital, das zufällig leider nun gerade in Sizilien oder in Portugal angesiedelt ist, hat schlechte Finanzierungsbedingungen. Das Einzelunternehmen mag genauso gute Bonität haben wie der Daimler in Stuttgart. Die Bankenunion dient, wie ich gesagt habe, dem Zweck, weitere staatliche Mittel in den Bankensektor hineinzulenken, in den Finanzsektor hineinzulenken, um dieses Ungleichgewicht der Finanzierungsbedingungen wenigstens teilweise auszugleichen. Die Banken so weit in Gang zu setzen, damit sie sozusagen auch die in Spanien und in Zypern und in Griechenland sozusagen in die Lage kommen, ähnliche Finanzierungsbedingungen zu bekommen, wie das deutsche Banken dank ihres schönen starken Staates eben ohnehin haben. Die Bankenunion dient also dem Zweck, die ohnehin zu großen Finanzvermögen aufrechtzuerhalten und und eine Entwertung dieser Finanzvermögen zu verhindern. Ich meine, im Grunde ist das ein
verwerfliches Ziel. Es müsste ja das Ziel sein, diese Finanzvermögen zunächst mal zu verringern, an diesen großen Finanzsektor zu verringern. Die Frage ist, wie macht man das? Aber sozusagen das Vorhaben, den Finanzsektor in alter Stärke zu erhalten, in der jetzt erreichten Stärke zu erhalten, anstatt das Finanzsystem systematisch zu verkleinern, ist die Aufgabe des Wettbewerbs zwischen den europäischen Staaten in der Eurozone ist sozusagen wirklich an der falschen Stelle aufzunehmen. Richtig müsste der Wettbewerb zwischen den europäischen Staaten ja sozusagen aufgehoben werden und durch solidarische Kooperation verändert werden, vor allem auf der Ebene der Steuern und auf der Ebene der Finanzierung der Defizite der Staaten. Finanzierung der Defizite der Staaten, also eine Art Eurobonds, gemeinsame, gleiche Bedingungen der Verschuldung der Staaten, wäre gleich eine Voraussetzung dafür, dass sozusagen dieser Wettbewerb auf der Finanzierungsebene gestoppt werden könnte. Aber die zweite, wichtigere und eigentlich wirklich entscheidende Bedingung ist, dass man ein Zusammenwachsen von Europa nur dann gewährleisten kann, wenn man ein gemeinsames Steuersystem zumindest angeht. Also es zumindest beginnt, den Wettbewerb, den Steuerwettbewerb, den Wettbewerb der Staaten um Finanzierungsmittel, der muss gestoppt werden. Und der muss nicht an der Stelle gestoppt werden, wo man sozusagen die Banken stützen kann, sondern er muss an der Stelle gestoppt werden, wo die Einnahmen der Staaten gestützt werden, damit hier sozusagen die Grundvoraussetzung geschaffen werden kann, damit das Ganze hält und das Europa noch bestehen kann. Letzter Punkt. Bankenaufsicht bedeutet ja eigentlich die Entscheidung darüber, ob die Bank gerettet wird oder nicht, ob die Bank zugemacht wird oder nicht. Das ist sozusagen, was Bankenaufsicht bedeutet. Und eine gemeinsame Bankenaufsicht, die natürlich die Voraussetzung dafür ist, dass ich eine Bankenunion habe. Wenn ich die Banken stützen will, dann muss ich erstmal entscheiden, welche wird gestützt, welche wird fallen gelassen. Das ist dann die Entscheidung. Und wir haben ja nun wirklich ziemlich viel Erfahrung jetzt mit, wie Bankenaufseher da in dieser Sache sich verhalten. Insbesondere haben wir ziemlich viel Erfahrung auch in Deutschland. Und sie haben ja in den letzten Jahren immer gesagt, diese Bank muss auf jeden Fall gerettet werden, auch wenn sie bloß eine Pumpe wie IKB ist. Das ist ganz egal. Und sie muss mit Staatsknete gerettet werden. Das ist sozusagen das Prinzip, nach dem die Verfahren sind. Interessanterweise waren das natürlich auch immer die Notenbanker, die genau das gesagt haben. Also der gute Axel Weber war das damals, ja, der also natürlich sozusagen ein rigoroser, sparsamer Typ, der hat natürlich gesagt, in diesem Falle, IKB muss staatlich gestützt werden. Und einen entsprechenden Brandbrief an den damaligen Finanzminister Steinbrück geschrieben. Und das wurde dann entsprechend auch gemacht. Und bei der Hypo Real Estate war es analog bloß sehr viel mehr Geld. Also das ist die Erfahrung, die wir mit dem ganzen System gemacht haben. Es ist also nachgerade absurd, ja, genau die Notenbanker jetzt zur Aufseherfunktion dieser Banken zu machen, die dann sozusagen generell natürlich sagen werden, das ist Finanzvermögen, es muss erhalten werden, also muss hier die Bank gestützt werden, darf nicht abgewickelt werden. Das ist sozusagen der Kern dieser ganzen, das macht die Sache besonders absurd, diese Bankenunion überhaupt nur durchzuziehen. Weil das so pervers ist, bin ich wirklich der guten Hoffnung, dass das tatsächlich nicht stattfinden wird. Weil es geht ja hier um den Kern sozusagen des Staats- und Finanzvermögens auch der Staaten und es geht um den Kern auch der national konstituierten Gesellschaften, die
da wird ein Hauen und Stechen losgehen, weil es sich ja um keine geringen Beträge handeln wird, bis man die Banken tatsächlich stützen kann. Deswegen meine ich, diese Bankenunion wird wahrscheinlich politisch schon im Ansatz scheitern. Und aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, ist das unter den gegebenen Umständen noch ein relativ gutes Resultat. Vielen Dank. Ja, ich bin sicher, dass wir eine spannende, kontroverse Diskussion haben werden. Bevor ich die Diskussion allgemein öffnen möchte, wollte ich gerne nochmal an die zwei Podiumsteilnehmer ein paar Fragen stellen. Aber vielleicht sollte ich vorher sagen, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet auf Video, weil die Veranstalter einen Bericht erstellen wollen. Wer damit nicht einverstanden ist, dass er aufgezeichnet wird, der möge das bitte nachher in der Diskussion vorher sagen, dann wird das entsprechend rausgeschnitten. Der Bericht selbst wird eine Zusammenfassung sein. Es werden die einzelnen Wortbeiträge nicht den namentlich zugeordnet. Das sind die Chattenham Rules, die hier in diesem Rahmen auch gelten. Ich sollte das vielleicht vor Einstieg in die Diskussion klarstellen. Ich fand diese zwei Einleitungsvorträge ausgesprochen spannend, weil sie einen ganz großen gemeinsamen Punkt, aber auch sehr viele unterschiedliche Ansätze hatten. Der große gemeinsame Punkt von beiden, Sie haben ja beide gesagt, die Bankenunion wird an der Struktur des europäischen Bankensystems nichts ändern. Und weil das so ist, riskiert diese Bankenunion natürlich auch entsprechend nicht zu funktionieren. Ich würde gerne auf die Frage von Dominique Pillon eingehen, der in seiner Zusammenfassung gesagt hat, das ist doch eine bemerkenswerte und bedeutende Verbesserung des Systems der Regulierung und der Aufsicht. Kleine Klammer auf, einer der Gründe für die Gründung von Finance Watch war, dass das Europäische Parlament im Zusammenhang des europäischen Systems der Finanzmarktaufsicht von der Finanzlobby überschwemmt worden ist mit entsprechenden Änderungsanträgen für die Parlamentsberichte, über 2000 für insgesamt etwa 100 Seiten Regulierung, also die drei mikropotentiellen Aufsichtsbehörden und die der ESRB. Da hat die Finanzlobby, ist den Parlamentariern die Bude eingerannt, wie wir sagen, und das war den Parlamentariern so zu viel, dass sie gesagt haben, wir brauchen jetzt ein Zentrum für Gegenexpertise aus der Zivilgesellschaft, damit wir nicht immer nur von Lobbyisten überfallen werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, Lukas Zeise hat nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass die Konstruktion der Eurozone nicht vorgesehen hat, dass es zu Zahlungsbilanzkrisen kommt. Zahlungsbilanzkrisen, die unter anderem dadurch entstehen, dass die Verteilung von Einkommen und Vermögen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union äußerst unterschiedlich ist und sich auch äußerst anders entwickelt hat mit einer ganz unterschiedlichen Dynamik.
Und dass das natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Einkommens- und Vermögensverteilung innerhalb der Länder zunehmend divergiert hat. Also das heißt, die Schere, die Einkommensschere sich weiter geöffnet hat, möglicherweise bedingt durch die größere Konzentration, durch die größere Integration im Binnenmarkt. Das wäre eine Frage, die ich an Lukas Zeise stellen wollte, und die Frage an Dominique Plion nochmal, wie er das Verhältnis von diesen negativen Rückkopplungseffekten zwischen privater Verschuldung der Banken und öffentlicher Verschuldung der Staatshaushalte, wie er das sieht, wie man das auflösen kann, mit oder ohne Bankenunion, und wie diese Bankenunion dann konstruiert gehört, dass diese negativen Rückkopplungseffekte nicht mehr weiter bestehen. Nach diesen zwei Beiträgen öffne ich dann für die allgemeine Diskussion. Ja, ich hatte ja über die realwirtschaftlichen Auswirkungen der Währungsunion eigentlich nichts gesagt, weil das einfach hier den Rahmen auch sprengt. Das ist ja nicht, also ich habe bloß gesagt, da ist ein Deal, natürlich, dass der Markt offen ist in Griechenland, in Italien für deutsche Exporteure, wirklich offen ist, weil die nicht mehr abwerten können, also viel offener ist, als er vorher war, bedeutet natürlich auch, dass dieser Markt sozusagen von denen, auch von den Staaten in Europa übernommen werden konnte. Und dann kommt es eben zu diesen bekannten Zahlungsbilanzunterschieden. Zu nah am Mikrofon. Das ist sozusagen der Effekt, der dann natürlich eintritt und der dann es eigentlich notwendig macht, dass hier ein Transfersystem, das sozusagen den Verheerungen des freien Marktes, die damit ja damit Tür und Tor geöffnet werden, also die Verheerungen des freien Marktes sind immer dieselben, es sind natürlich, die Starken werden stärker, die Schwachen werden schwächer, und bis sie dann ausscheiden und ganz auskippen und dann ganze Regionen sozusagen immer schwächer werden. Das ist ein freier Markt, der einfach sich selbst überlassen wird, hat halt diese Wirkung. Das ist klar in der Währungsunion so geplant gewesen, und es sind extra und explizit keine Gegenmaßnahmen entworfen worden, nämlich kein politischer Raum, der sozusagen dafür Ausgleich sorgen könnte, keine Gegentransferleistung, wie es in einem nationalen Währungsverbund und Markt natürlich der Fall ist, in dem es sozusagen ein gemeinsames Steuersystem gibt, das ausgleichend, teilausgleichend jedenfalls wirkt, weil die Stärkeren in so einem Steuersystem regelmäßig mehr zahlen als die Schwächeren, oder auch in den sozialen Sicherungssystemen, von denen es ja auch nichts Gemeinsames in Europa gibt. Alles das ist explizit gesagt worden, machen wir nicht. Das ist dann der Deal. Stattdessen gibt es Konkurrenz zwischen diesen europäischen Staaten, was natürlich diese verheerenden Wirkungen des freien Marktes noch verstärkt hat. Okay, das ist meiner Meinung nach so geplant und auch so durchaus gewollt gewesen. Und deswegen sollte man sich nicht wundern, wenn das jetzt tatsächlich auch eintritt. Dominic, on the negative feedback loop between the sovereigns. But may just before answering these questions, saying that it seems to me that we have to, I would like to defend the idea that, speaking of the banking union, it's not black or white. I think there are some, this is why I mentioned that there are some improvements. I might just mention two. This idea of having macroprudential regulation, whatever the system we have, is a necessity. It did not exist really before. And second, it seems to me that the resolution mechanisms which are put into action, by the fact that they imply an increased implication of the creditors in the financing of banks, reduce the implicit transfers from government to banks. In that sense, it is very useful.
The problem is that this is too little and maybe too late in some respects. And I would agree with which was Lucas was saying, that the general framework of finance on the theoretical ground, on ideological ground, on political ground did not change. And hence, I would agree with his conclusion, both conclusions, that the BU, European, pardon, the banking union is going to fail in the medium run. I'm quite sure of that. I would agree with you. Now, the specific question you asked me about the negative impact or the negative, feedback effect between banks and sovereigns. Well, it seems to me that the first measure that would take care of that, it's not the only one, is to decide that central bank is also in charge of the stability of the bond market. This is a way, in times of crisis in particular, but not only, to put the bond market, the government bond market, outside the market and outside the reach of speculation. This is extremely important. But then, this is not enough. The second condition, which I mentioned in my presentation, is that we need a democratic control on central bank. In other words, there should be a clear mandate given to the central bank with respect to this question of financial stability. In other words, the central bank should be free to organize its policies with respect to instruments it's using, but it should not be free with respect to the targets. And at some times, it may be necessary to say priority to monetary stability, why not? But other times, priority to financial stability. And then we'd ask you to deal efficiently with financial stability and to the stability of government bond, for instance. In this economy, we are still in a capitalist economy. In a capitalist economy, the economy needs riskless assets. Governments' bonds are playing this role. Now, since there is a risk with respect to government bonds, the system is in trouble. So, guaranteeing the stability of the government bond market is a way to restore some stability in the financial market. Of course, my view in the long run is to create a break between this system and the alternative system, where a non-capitalist, a post-capitalist system, where the financial market would work in a very different way. And for instance, government would be funded by public banks, but also public financial institutions, which would channel private saving, popular saving towards financial institutions, and so on. This is what we need, of course, in the long run. Of course, the banking union does not deal at all with this kind of problems. On the contrary, I'm sure that, as I mentioned in my presentation, the central bank will prevent all type of organization going in this direction of having a bigger public sector, banking sector. And in attack, this is what we ask for. We ask for a creation of a European public banking sector, which is very, very important for the future. Thanks, Dominic. Actually, the role that you have ascribed to the central bank is the role of the central bank being a government banker, as we've seen in those crisis years in the US with the Federal Reserve, who has effectively become a government banker, and the Bank of Japan in Tokyo. Jetzt würde ich gerne die Diskussion allgemein eröffnen. Wir haben ein bisschen mehr Zeit als im Programm ausgedruckt, verkürzen die Kaffeepause. Ich würde die Teilnehmer bitten, sich kurz namentlich vorzustellen. Mikrofon wegen der Aufzeichnung. Camillo von Müller von der Universität St. Gallen. Ein Kommentar und eine Frage, die an den Kommentar anschließt, habe ich. Erstens herzlichen Dank für die Ausführungen. Herr Zeise, ich teile Ihre Sorge über einen überdimensionierten Finanzsektor ebenfalls, vielleicht noch aus einem anderen Grund oder etwas zugespitzter formuliert. Der Finanzsektor ist ja anders als andere Sektoren in der Ökonomie dafür zuständig, dass er die zentrale Schaltstelle ist
die über den Preisfindungsmechanismus Kapital allokiert. Anders als zum Beispiel bei einer Dotcom-Blase, wo am Ende, wenn die Blase platzt, die Investoren in Dotcom-Ventures auf der Straße sitzen, was bedauerlich ist, aber sicherlich nicht so systemrelevant wie bei einem Finanzsektor, haben wir, wenn Bankenblasen platzen, auf einmal leerstehende Häuser. Ich glaube, die Bilder aus den USA und Spanien sind da eindrucksvolles Bild. Was mich interessieren würde, und Sie haben beide eigentlich eben diese zentrale Funktion von Banken nicht angesprochen, und das ist eine Frage sozusagen an Sie beide. Wie sehen Sie die Bankenunion in ihrer Auswirkung auf den Preisfindungsmechanismus im Finanzsystem? Und hier könnte man ja einfach intellektuell drei Szenarien aufwerfen. Erstens, die Bankenunion führt dazu, dass der Preisfindungsmechanismus stabilisiert wird. So etwas wie Spanien wird nicht noch einmal vorkommen, weil es eine stärkere Regulierung gibt. Zweitens, die Bankenunion führt genau dazu, dass sich Fälle wie Spanien wiederholen, weil Kapital für Banken, die eigentlich den Markt verlassen sollten, bereitgestellt wird. Oder drittens, am Ende ist die Bankenunion irrelevant, denn was wir wirklich brauchen, ist eine andere Art der Reform. Dankeschön. Ich würde gerne ein bisschen sammeln. Als nächster hatte sich Axel Trost gemeldet. Axel Trost, immer noch Wirtschaftswissenschaftler, aber außerdem finanzpolitischer Sprecher der Linken im Bundestag und auch Mitglied des Verwaltungsrats der BaFin. Wenn wir uns jetzt die Bankenunion wirklich als Begriff, wie er politisch im Augenblick genutzt wird, ja anschauen, dann ist er ja entstanden irgendwo in der Nacht 28. 29. Juni letzten Jahres, als es darum ging, Rekapitalisierung spanischer Banken mit ESM-Mitteln und die Frage, wie kann man das sozusagen dann auffangen. Und da hat man gesagt, wir brauchen irgendwie eine gemeinsame Aufsicht und vor allen Dingen, wir brauchen ein gemeinsames Abwicklungsregime. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie sich die ganze Diskussion erstmal entwickelt hat, dann ist von dem Abwicklungsregime bisher zumindest so gut wie noch gar nichts zu sehen. Und in Bezug auf die Bankenaufsicht gab es so zwischendurch den Gigantismus der Europäischen Zentralbank. Wir machen alles, wir können uns auch vorstellen, alle 4.000 Banken zu nehmen. Dann hieß es, wir nehmen jetzt nur die systemrelevanten. Wie das aber ganz konkret laufen soll, ist nach wie vor bei allen Gesprächen, die ich geführt habe, auch mit dem Finanzausschuss, mit einer Delegation jetzt in London, völlig offen. Es ist völlig unklar, wer denn wirklich innerhalb der EZB diese Aufgaben, wir sind jetzt nur bei der Aufsicht, auch übernehmen soll. Und man muss sich darüber im Klaren sein, zumindest aus deutscher Sicht. Jetzt kann man sagen, die BaFin arbeitet noch lange nicht gut genug. Aber der Anspruch einer Allfinanzaufsicht, also nicht nur Banken, sondern auch Versicherungen, wo Riesenprobleme schlummern angesichts langanhaltender Niedrigzinsphase und Börsen, alles das muss eigentlich in den Blick hinein. Und das wird jetzt wieder auseinandergerissen, wenn man sozusagen die großen Player, und dazu gehört dann eben zum Beispiel die Deutsche Bank, auf einmal aus der deutschen Aufsicht rausnimmt und zur EZB schiebt. Also insofern, wir werden ja zu den anderen Teilen heute Nachmittag noch diskutieren. Also insbesondere zur Frage Abwicklungsregime, wo mir völlig unklar ist, wie man so etwas mit einer EZB machen will als unabhängige Einrichtung, wo mir völlig unklar ist, wenn dann Geld in Banken zur Rekapitalisierung gesteckt wird, wer denn dann die Eigentümerrolle übernehmen soll und vieles andere mehr. Aber ich glaube, das sind die Punkte, über die wir sehr ernsthaft auch hier heute diskutieren müssen, weil meine politischen Gespräche zumindest ergeben haben, es wird in Europa keine Rücksicht genommen auf den Bundestagswahlkampf, sondern man wird das durchziehen, auch den gesamten Sommer durch und will noch in diesem Jahr auch zu Ergebnissen kommen. Und da muss man natürlich schon auch gucken, was sozusagen mit deutschen spezifischen Interessen, ich sage nur mal die Stichworte Sparkassen und Genossenschaftsbanken bei der Frage Einlagensicherungen, was ja der dritte Punkt dann ist, der mit der Bankenunion, mit der umgegangen wird. Und ich glaube, dass wir da heute im Laufe des Tages auch konkreter noch werden müssen, an welchen Punkten versucht man gemeinsam auch Widerstand aufzubauen, um auf diesen europäischen Prozess Einfluss zu nehmen.
Danke, Axel. Ein Teil deiner Fragen hat sich natürlich auf eher das zweite Podium, auf die Thematik des zweiten Podiums bezogen. Aber ich bin sicher, wir kommen darauf nochmal zurück. Norbert war der Nächste und dann der Kollege neben Ralf in dem grünen Pullover. Norbert Reuter aus dem Bereich Wirtschaftspolitik hier bei Verdi. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, in welches Forum meine Frage jetzt genau reinpasst. Sollte es auch auf den Nachmittag mehr verweisen, bitte ich das zu entschuldigen. Mein Problem ist eigentlich, dass bei der Frage Bankenrettung oder nicht, also Aufwendung von Steuergeldern zur Rettung von Banken, sehr stark im Vordergrund steht, systemrelevant oder nicht. Was ich finde, was sehr im Hintergrund steht, ist eigentlich, wer sind die Nutznießer und wer sind die Leidtragender einer Bankenrettung oder einer Nichtbankenrettung. Das ist auch eine Frage, die uns eigentlich immer umtreibt. Wer steht am Ende der ganzen Kette letztendlich, wenn Banken nicht gerettet werden? Ich habe im Hinterkopf, dass eben natürlich auch etwa viele Pensionsfonds natürlich investiert haben, um die zukünftigen Rentnergenerationen finanzieren zu können. Also ich finde auch bei der Frage Bankenrettung ja oder nein, müssen solche Fragen viel mehr in den Mittelpunkt der Debatte. Also wer ist am Ende derjenige, der die Verluste zu tragen hat? Und das müsste eigentlich dann ein Kriterium auch sein, um zu entscheiden, rettet man eine spezifische Bank, ja oder nein, beziehungsweise was sind die Bedingungen, die dann noch zusätzlich gestellt werden müssten, wenn man eine Bank eben nicht rettet. Also das heißt, wie sieht es dann aus mit denjenigen, die dann die Verluste zu tragen haben? Also dann nur die Frage, gibt es da irgendwelche Erkenntnisse oder Hinweise, wie man dieses Problem der Frage also der Leidtragenden etwas besser in den Griff bekommt, um eben eine klare Entscheidung auch zu bekommen, rettet man eine Bank oder nicht, jenseits eben von der Frage, systemrelevant oder nicht. So, noch einen weiteren Beitrag, dann würde ich gerne in die zweite Runde gehen. Das ist der Kollege in dem grünen Pullover oder was immer das ist. Das ist ein Pullover, ja. Christian Felber von ATTAC Österreich, Gemeinwohlökonomie und Projekt Demokratische Bank, auch in Österreich. Ich habe zwei Fragen und die zweite passt vermutlich auch auf ein anderes Podium. Die erste ist zur Frage der Systemrelevanz. Banken sind ja nicht nur ökonomisch systemrelevant, sondern auch politisch systemrelevant. Das eine ist too big to fail, das andere ist too big to jail. Und die Frage, wie mächtig soll eine Bank werden dürfen, treibt mich um und möchte ich auch an das Podium gehen. Es ist in Diskussion der Schwellenwert, ab dem eine Bank von der EZB beaufsichtigt wird und nicht von der nationalen Bankenaufsichten bei 30 Milliarden Euro Bilanzsumme. Wie wäre es denn damit, dass wir in die Diskussion gehen, dass eine Bank nicht größer als 30 Milliarden Euro Bilanzsumme werden darf? Dann bräuchte es keine Bankenunion, keine europäische Bankenaufsicht. Ich weiß, dann jammern die transnationalen Konzerne, wer gibt uns dann noch einen großen Kredit? Aber da gibt es ja verschiedene Alternativen, vom Konsortialkredit über Unternehmensanleihen bis hin vielleicht weitere Alternativen. Aber wie groß soll eine Bank werden dürfen, ist die Frage an das Podium. Und die zweite Frage passt vielleicht woanders hin, aber weil der Kirschl das eröffnet hat, dass Verdi eine etwas andere Position hat als andere Akteure mit der Frage Trennbankensystem, ja oder nein, möchte ich einen Vorschlag einbringen, der ein sowohl als auch ermöglicht, nämlich warum stellen wir nicht die Banken vor die Wahl, die dann maximal 30 Milliarden Euro Bilanzsumme haben werden. Entweder ihr schwenkt um auf Gemeinwohlorientierung und das ist ein definierter gesetzlicher Anforderungskatalog, da können wir vieles hineinschreiben, oder aber ihr werdet in den freien Markt entlassen. Dann dürft ihr weiterhin einiges tun, auch dort kann man dann noch immer Eigenkapitalforderungen anheben, auch dort kann man immer noch Produktregulierung machen, auch dort kann man immer noch eine Größengrenze einziehen und auf jeden Fall jede Bankenrettung ausschließen. Aber es wäre die freie Entscheidung der Banken, in den freien Markt zu gehen, und freier Markt würde dann bedeuten, dass sie keinen Zugang zur staatlichen Zentralbank haben, dass für sie die staatliche Einlagensicherung nicht gilt, dass die Staaten keinerlei Geschäfte mit ihnen machen und, wie gesagt, erstens und wichtigstens sie nicht retten. Das wäre aus meiner Sicht dann sowohl als auch. Gut. Who does want to start? So the first question is about respect to the influence on banking union and crisis. It seems to me that since the business model of banks did not change, it will not be changed by the reform, it will be the same in the future.
there is no reason to expect changes really in the role in banks, in bubbles, for instance, in asset bubbles, bubbles on the real estate market and so on. So this would be my answer. The question about Axel Trott, if I've understood correctly, we need a single supervisory authority, but we don't know exactly how it should work and so on. I would just suggest to think about the British experience, which has a financial service authority, which had, you know, a very comprehensive body to supervise the whole financial system, banks, market operations, and insurance. And it was a failure because there was no connections between the FSA and the Bank of England. They were independent. So the big lessons of that is that we need to have cooperation between the central bank and the body which is in charge of financial stability. But more than that, I come back again to this question of democratic control on these different bodies. Otherwise, if they are independent, if they cooperate, but in the interest only on banks, and they are not submitted to some democratic control, then we may have problems in the future as we had in the past and now. So, in other words, cooperation between banks, central banks, and authorities in charge of stability, of financial stability, but also democratic control on this, on these different authorities. I don't know if I can answer very well the question of Verdi, remember, about bailing out winners and losers. We know very well that when there is no bailing out, there is a problem of systemic danger. But we know that if we don't bail out, if we bail out, then there is a big problem with respect to the taxpayers. But as an economist, maybe here I will be very orthodox, I think there is this problem of moral hazard. As long as we are in a financial system with markets work as they work today, we have to be very crude on this question of no bailing out is a way to discourage banks in the future to go in, you know, taking excessive risk. So this is a very important question, and this is one of the reasons why this question of no bailing out is very, very important. In other words, it's a very tricky question. It's not very easy to answer. The question of the size of banks. Yes, I would agree that this is a very important, crucial question, not only for economic reasons, but for political reasons. It's a question of democracy in many respects. But remember that it's not the only thing to look at. Why are banks very powerful, but also very dangerous in terms of stability? It's because they are interconnected. The banking system cannot be compared to other parts of the economy. One of its major characteristics is that all the actors in the financial sector, and in the banking sector in particular, are very much connected. And this is the problem raised by the shadow banking system, by the way. So we have to fight to reduce the size of finance, as you said, and in particular the size of banks, but also we have to be very careful to cut, you know, the connections. And this is why we have to separate commercial banks from investment banks. This is one of the reasons. If we destroy some of the links there, we reduce the power of the banking system and the financial system, but also we reduce the risk of systemic instability. I will stop here. Auch ich möchte ganz kurz auf das Preisproblem eingehen. Meiner Meinung nach haben die ja richtig erkannt, dass der Finanzsektor, oder der ist ja zersplittert in Europa, obwohl das Versprechen ja war, einen gemeinsamen Kapitalmarkt zu schaffen, nur einen tatsächlich einen Kapitalmarkt mit sozusagen gleichen Bedingungen für alle Kapitalien in diesem Markt, der hat aber nicht stattgefunden, der ist ja zusammengebrochen in dem Moment, als die Finanzkrise zugeschlagen hat und als sozusagen die Staaten zum wesentlichen Faktor für die Preisbildung wurden. Warum sind deutsche Unternehmen so enorm profitabel? Aber derzeit, einer der Gründe ist natürlich, dass sie als Exportunternehmen ganz oft sehr erfolgreich sind, aber ein ganz wesentlicher Punkt ist, alle haben vorzügliche Finanzierungsbedingungen. Also die Einstandspreise für ihr Kapital sind so gering,
dass sie enorme Vorteile gegenüber allen sonstigen Konkurrenzunternehmen haben. Also eigentlich ist sozusagen der gemeinsame Preismechanismus, der fürs Kapital, der ist zusammengebrochen. Und ich habe das mit der, also das ist sozusagen der einzig rationale Grund, weshalb man eine Bankenunion eigentlich macht, um diesen Preismechanismus und das Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes wiederherzustellen. Ich meine aber, dass das nicht klappen wird. Auf diese Art und Weise wird es nicht klappen, sondern man muss natürlich dann auch den Grund, die Staaten sind völlig unterschiedlich und die unterstützen das. Ich will nochmal auf dieses interessante Phänomen damals, die IKB, als die zusammenbrach. Ich meine, warum? Die war ja nicht systemrelevant. Das wissen wir alle, dass die nicht system. Und dennoch reden alle Leute immer noch große und kleine Banken. Der Bankenverband hat damals ja so argumentiert und die deutschen privaten Banken haben, ihr in Berlin müsst da richtig viel Geld reinschießen, weil das für uns als Bankenbranche, deutsche Banken, deren Finanzierungsbedingungen würden sich massiv verschlechtern. Wir würden sozusagen Risikoaufschläge bezahlen, wie es die Japaner immer machen mussten. Und deswegen muss die IKB gestützt werden. Deswegen muss da Staatsknete rein. Und das ist auch der Grund, weshalb Frau Merkel so viel Geld in den Zuffing reingepackt hat, damit sozusagen richtig gesagt wird, deutsche Banken, erstklassige Adresse, die kriegen Vorzugsbedingungen und natürlich die nachgeordneten Kreditnehmer, die von den deutschen Banken abhängen, eben gleichzeitig. Das hat tatsächlich dem deutschen Kapitalisten einen unglaublichen Vorteil gegeben. Ich meine, die werden das nicht so schnell aufgeben. Das ist der Hauptgrund, weshalb wir mit der Bankenunion wahrscheinlich scheitern werden oder weshalb sie scheitern wird. Ich meine auch, also die Frage nach dem, welche Forderungen wir jetzt eigentlich stellen sollten. Ich finde, wir sollten doch ganz deutlich machen, wir machen hier nicht, also wir unterstützen dieses Vorhaben nicht. Und da mag es nett sein, wenn man endlich makroprudentielle Vorsicht walten lässt und endlich auch mal vielleicht ein Institut hat, das sich darüber auch Gedanken macht oder vielleicht überhaupt jemanden zuständig, der für die Finanzstabilität zuständig ist. Gibt es ja nicht. Da ist ja, also, und das ist alles ganz nett, aber das kann man auch haben, ohne dass man die Bankenunion schafft und also diesen großen Umverteilungsmechanismus überhaupt erst in Gang setzt, der eigentlich ein Umverteilungsmechanismus natürlich im Effekt zugunsten des Finanzsektors ist. Und das ist, glaube ich, mehr schädlich als nützlich. Also lasst uns wirklich Opposition zu diesem Projekt betreiben. Das würde ich also als Mitglied von Verdi dem wirklich ganz stark empfehlen, dass wir da ganz entschieden dagegen sind. Norbert Reuters Frage, was machen wir eigentlich mit den, also die entscheidende Frage ist doch, wenn Banken in Not geraten, wie wird darauf reagiert? Und man hätte ja, oder wie jetzt in Zypern oder damals im Juli letzten Jahres in Spanien. Natürlich ist es die Frage, wie gehe ich mit diesen Banken um? Sie sind natürlich alle vernetzt, weil die Banken schließlich für ihre Finanzierung auf Bankenkredite ihrerseits immer angewiesen sind und deswegen ist es ein Auftrag an den Staat, Banken wirklich aktiv abzuwickeln. Es war ja die Bank, ja, also das Hauptproblem in Spanien war aber natürlich auch einige andere Cajas. Natürlich, aber die Aufgabe nun der Zentrale, sagen wir mal in Brüssel, wenn es sozusagen die Aufgabe übernimmt, Geld reinzuschießen, dann muss aber auch das Ziel sein, diese Bank abzuwickeln. Ja, das war ja eine politische Bank. Der Partito Popular ist ja sozusagen Mitträger dieser Bank ja gewesen, ganz stark. Also da waren politische Oppositionen zu überkommen, also vor allem auch die konservative Partei europaweit hängt da natürlich auch mit drin. Das ist auch einer der Gründe, weshalb das natürlich überhaupt gar nicht versucht wurde. Aber das war eigentlich die Aufgabe, hier ein Stück Abwicklung zu betreiben, so wie man mit der WestLB umgegangen ist. So hätte man natürlich auch mit dieser Bank da umgehen können.
Und das, meine ich, ist die politische Aufgabe, das ist auch die einzige Alternative zu dieser Bankenunion. Die Banken dann, wenn sie in Not geraten, spätestens dann abzuwickeln, möglichst schon vorher, natürlich. Also eigentlich ist eine Bankenaufsicht ja dazu da, zu sagen, diese Bank ist in Gefahr, sich zu übernehmen. Angesichts einer sich verschlechterten Konjunktur ist es Zeit, wir machen sie dicht. Das ist, dazu ist eine Bankenaufsicht da. Das müsste man, passiert nicht. Das ist einfach miserabel. Und dafür muss Staatsknete eingesetzt werden, um das zu machen. Das ist die Politik, die betrieben werden sollte. Nochmal auf dieses Problem mit der Systemrelevanz, weil das ist in Österreich natürlich ganz anders. Nicht anders, als es in Deutschland ist, aber also ich glaube nicht, dass die Größe der Bank wirklich das Entscheidende ist. Das kann man natürlich behaupten, aber wie ich gesagt habe, die IKB wird ja gerettet. Und die Systemrelevanz hat sie immer. Also so eine Pleite ist immer miserabel schlecht für das gesamte Bankensystem. Deswegen muss das in jedem Falle vermieden werden, weil es natürlich relativ zur Konkurrenz immer höchst bedauerlich ist und dann spielt das keine Rolle. Ich habe meine Zweifel, ob das Trennbankensystem irgendetwas Entscheidendes daran ändern wird. Das war zu Husserls Zeiten wirklich was anderes. Als der das eingeführt hat, da hat er nicht nur das Trennbankensystem eingeführt, sondern da wurde massiv den Banken, also die wurden massiv verkleinert und ihre Macht auch in jeder anderen Beziehung gestutzt. Dann ist das was anderes, aber allein, es ist eine kleine Maßnahme, es ist auch, soll man nicht übertreiben, aber das wird ja sozusagen diese ganzen kommunizierenden Röhren, mit denen sozusagen der Preisbindungsprozess am Finanzmarkt stattfindet, der wird ja dadurch nicht unterbrochen und die Hedgefonds holen sich ihr Geld ja auch, sind ja eigentlich formal separat, aber holen sich ihr Geld natürlich locker am Finanzmarkt und haben überhaupt kein Problem, das sozusagen über das allgemeine Geldschöpfungsprozess zu finanzieren. Deswegen sollte man da nicht so viel Hoffnung draufsetzen. Gut, die Zeit drängt jetzt ein bisschen zum Stichwort Bilanzsummenbegrenzung. Simon Johnson vom MIT hat dieses vor ein paar Jahren auch vorgeschlagen, hat allerdings die Höchstsumme einer Bankbilanz auf 100 Milliarden Dollar oder Euro, ist dann eigentlich ziemlich egal, festgelegt. Bei 30 Milliarden müsste man in Deutschland schon etliche Sparkassen schließen. Das nur zur Info. Jetzt habe ich noch zwei, aber bitte nur kurze Wortmeldung. Der Kollege hier und dann Christoph Nistammer. Ja, schön. Geht's? Ja, schönen Dank. Frank ist ja Pauli vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Ich habe rausgehört bei den Panelisten, dass ja gesagt wurde, die Europäische Bankenunion als solche hat noch nicht das Potenzial, irgendetwas in der Kultur sozusagen zu verändern, wie Banken heutzutage funktionieren. Sie hatten aber auch Herr Zeise gesagt, es ist im Prinzip eine Aufgabe einer Bankaufsicht zu entscheiden, ob eine Bank noch gerettet wird oder ausfällt. Ist es nicht aber eigentlich die Frage noch ein bisschen eine weitergehende, nämlich die Frage, wie kann man eigentlich etwas an der Kultur in einem Markt verändern? Welche Rolle spielt da eine Aufsicht? Und wenn man das so sieht, ist die Bankenunion, wenn man zum Beispiel den Likan-Report mit einbezieht, ist die eigentlich nur ein Puzzlestein? So würde ich das jetzt sehen in diesem Konzept. Und was fehlt uns noch? Ist die Bankenunion als solches der geeignete Puzzlestein? Was fehlt dort noch? Und muss man nicht herausarbeiten, was eigentlich jetzt noch erforderlich ist, zusätzlich, damit es nicht vergessen wird, dass nicht der politische Aktionismus sagt, wir haben doch eine Bankenunion gemacht und es ändert sich an dem Ergebnis noch gar nichts, sondern dass man jetzt zeigt, was es noch bedarf und wie sieht es das Panel? Danke. Gut, das Mikrofon bitte gleich in die erste Reihe weitergeben. Thank you. My name is Christoph Nijdam. I'm a bank analyst and I'm a former banker. My question is going to be a bit abrupt.
If the banking union is doomed to fail, who's going to be left to tackle the next crisis? In 2008, it was the states. They came up at the European level with a total of 5,000 billion euros in guarantees. Even so, only one third were issued. But the European states ended up in limbos. In 2011, because European governments were over-indebted and were no longer in a position to support their banks, it's the ECB, the European Central Bank, that stepped in. And the ECB, as you do know, had to input 1,000 billion euros for the so-called LTROs to avoid a total collapse of the banking system. So, will the ECB then still be in a position to resist against the next tsunami? That's my question. Thank you. Please, very short answers so that we have a very short coffee break afterwards. Okay. About your question, what is missing in the puzzle? Well, in the what the concept we put forward for changing, really for a radical change in the banking system, is social control on banks. What does it mean? It means that in the new way of governing banks, we need to have among the deciding bodies, we need to have the shareholders, but also the wage earners. We need to have also the civil society, in other words, the consumer organization. If banks are governed with this type of bodies, then we may think that the culture of bank will change a lot. Okay? And this is what we want to change in the way banks are governed. Now, the second question, which is, who is going, what organization is going to tackle the next crisis? Look what's going on now with the crisis in Cyprus. It's a big mess. We don't know what will happen when the bank will open again in Nicosia. One thing everybody is looking, one institution everybody is looking at is the ECB. And the ECB is saying, don't worry, I will take care of the problem. So the problem is that the ECB is the only body now which is in the existing system, able to stop, you know, a bank run eventually. We'll see what happens when the bank will open again. And this bank is doing whatever it wants. In other words, no control on its banks. So I agree that the central bank has a major role to play. And as I mentioned, I just wrote a report with other colleagues on this topic, you know, in French. You can find it on the, if you read French, on the Council of Economic Advisors in the website. And we work on that. And we make proposals. We think central bank in any system has a major role to play, but we need to change the way central bank is working. In other words, we need to have a more democratic control, very democratic control. It doesn't mean only government control, it means also, for instance, consumers control, it means other parts of civil society control in one way or the other. And then the system will change. I think it's not the only condition, but it's a necessary condition for a radical change in the banking system. Dem Letzten würde ich mich vollkommen anschließen. Auch, also ich sehe es ähnlich wie Sie, dass eine Riesenwelle an Bankproblemen erst noch auf uns zukommt. Das ist in der Tat so. Und deswegen meine ich, sollte die Antwort nicht sein, jetzt eine schöne Bankenunion zu schaffen, sondern im Gegenteil, alle Aufmerksamkeit darauf zu richten und alles, gerade die EZB als Schöpferin des Geldes, sozusagen die Banken aus dem System zu nehmen, die man rausnehmen kann oder die sozusagen in die Krise geraten und die akut krisengefährdet sind und die Stück für Stück aus dem System rausziehen. Dafür, finde ich, sollte die EZB darauf sollte auch ihre Aufmerksamkeit drauf richten, dass sie aber unter demokratische Kontrolle gehört, ist insofern klar, weil sie das nicht macht, sondern sozusagen die Banken auf Teufel komm raus bisher gestützt hat. Die kulturelle Änderung
die notwendig ist, ist, meine ich, angesichts der Krise, in der wir sind, sozusagen der zweite Schritt. Also natürlich kann man da, wir sind nicht nach der Krise, sondern wir sind noch vor der Krise, also mitten der Krise. Wie sieht denn diese kulturelle Änderung aus? Ich würde sie einfach so zusammenfassen, zurück zu den 60er Jahren. Ja, also Spareckzins, das ist das Richtige. So muss gearbeitet werden. Also was soll das mit dem ganzen Börsentheater? Davon haben wir nichts. Also das ist völlig unnütz. Das brauchen wir nicht. Das Casino kann eigentlich geschlossen werden. Und das wird natürlich sagen, also notwendig sein, das zu schließen. Dann brauchen wir auch nicht. Ich gebe zu, dass dann auch die Verbraucherorganisationen nicht so viel zu schreiben mehr haben. Das ist vielleicht schlecht. Aber vor allem bei den und die Versicherung, da ist viel Luft drin. Die kann man richtig eindampfen. Das ist so wirklich vorzüglich. Ich mache mich da sehr unbeliebt immer bei Vorträgen bei den Verdi-Angestellten in den, bei den Sparkassen und Versicherungen. Das ist sehr bedauerlich, aber muss, glaube ich, sein. I think that the last remarks were sort of could be described as 3-5-3 banking, borrowing at 3, lending at 5, and at 3 o'clock in the afternoon, the banker goes to the golf course to discuss business with his main clients. So, jetzt gibt's eine kurze Kaffeepause und wir sehen uns dann gleich wieder zum zweiten Podium.